Herzlich willkommen zum Satire-Gipfel heute mit Michael Hatzius und seiner Exe, mit Ingo Appelt, mit Max Uthoff und Andreas Rebers. Viel Vergnügen. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, meine Fresse, ist sie was los. Herzlich willkommen zum Satiregipfel am 40. Todestag von Pablo Picasso. Nee, ist das auch schon wieder 40 Jahre her. Meine Güte, ich erinnere mich noch, wie der früher immer bei uns zu Ostern auf der Couch saß und ich, oder... Nee, das war Onkel Erhard. Aber der malte auch, obwohl er blind war. Da sollte man ja eigentlich eher Musik machen, aber er fand nie seine Blockflöte. Ist ja auch wurscht, alles ist ja mal egal. Wir haben jedenfalls schon wieder anderthalb Wochen nach Ostern, also dem 1980. Todestag eines gewissen Herrn Jesus von Nazareth, der damals ja angeblich seinem Tod ein Schnippchen geschlagen hat, indem er irgendwie auf einem Osterhasen in den Sonnenuntergang geritten, oder... Bin auch nicht sehr bibelfest, gebe ich gern zu. Ich werfe immer die Ostergeschichte, werfe ich oft mit Lucky Luke durcheinander auch. Auf jeden Fall haben die Guten gewonnen. Wie im letzten James Bond. Damals, Skyfall. Daniel Craig ist ja auch auferstanden. Aber das war im Grunde ein Plagiat. Die Universität will ihm deshalb jetzt sogar den Doppel-Null-Agenten-Status aberkennen. Ja. Man nennt James Bond nicht umsonst die Silvana Koch-Merin unter den Geheimagenten. Das ist... Das Neue Testament, das war das Original, das war die erste literarische Erwähnung eines Untoten, quasi also der Urvater aller Twilight-Sagas, übersinnlich, mystisch. Die Kirche müsste sich eigentlich viel fantasymäßiger verkaufen. Der neue Papst kommt ja eher so ein bisschen sozialpädagogisch rüber. Wieder ein Katholik übrigens. Wieder ein Mann, soweit man es erkennen kann in dem Kleidchen, das ist ja nie so... Dass sich die Kardinälinnen nie durchsetzen können, oder? Das ist auch komisch. Naja, was ich sehr schade finde, ist, der neue Papst ist wieder kein Muslim. Das wäre mal ein Zeichen gewesen. Hoffentlich sind die nicht wieder beleidigt. Die sind ja so schnell beleidigt, weil sie selber keinen Papst haben. Das ist es nämlich. Das kann ich nur empfehlen. Alle paar Jahre wird ein neuer gewählt, dann ist das ganze Volk richtig aus dem Häuschen. Aber naja, der Hype ist rückläufig, das muss man auch sagen. Bei der Amtseinführung von Franziskus waren nur noch 200.000 am Platz. Weniger als bei Ratzinger damals, aber immerhin noch mehr als bei Mario Barth. Aber es ist immer wieder eine Riesenshow, ein Brimborium. Und das lieben wir. Rom, das ist das Hollywood, die großen Geschichten halt. Prunk und Moral, dahinter so ein bisschen Intrigen, Böse und Gute und so. Ich glaube auch... dass die Kirche noch viel erfolgreicher wäre, wenn es auch Zauberer gäbe. Und es war auch doof, dass sie die Hexen alle verbrannt haben. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn sich der neue Papst Voldemort genannt hätte. Ich weiß, ist der Böse eigentlich nicht, aber Papst Harry klingt auch scheiße, oder? Franziskus ist jedenfalls ein Guter, hat da gleich in seiner... Bewerbungsrede hat er auch einen gewissen, einen theologischen Narzissmus hat er angeprangert. Also Selbstliebe. Was bleibt einem übrig im Zölibat? Bei der Selbstliebe bleiben wenigstens die Ministranten außen vor. Wie kommt man überhaupt auf sowas wie Zölibat? Ich weiß es nicht. Wir wissen so vieles nicht. Und deswegen glauben wir ja auch, weil wir so wenig wissen. Und wenn wir was wissen, behalten wir es nicht. Ich weiß eigentlich so viel, ich behalte es nur nicht. Ich weiß zum Beispiel nie, wer hat jetzt zwei Höcker? Kamel oder Dromedar? Oder Stalagmiten und Stalaktiten? Kamele haben Stalaktiten, oder? Denn die wachsen nach unten, wenn die Dromedare, wenn sie auf der Seite liegen, da wächst auch der Höcker zur Seite. Ach, das Leben ist so... kompliziert. Und deswegen haben wir so gerne einen alten
Mann als Papst, einen erfahrenen Menschen, der zurückblickt auf 8 oder 9 Lebensjahrzehnte, manchmal auch 10, 11 oder 12. Und unser erster Gast ist auch sehr alt, nicht? Gefühlt ein paar Millionen Jahre. Nicht? Kein Mensch natürlich, sondern eine Echse. Nicht? Wo ist sie? Da kommt sie. Wir machen mal eine kleine Grundvereinbarung. Immer wenn ich so stehe, dann ist volle Illusion. Nur so ist immer halbe Illusion. Und so ist Illusion völlig im Arsch. Und wieder halb und wieder voll. Das kann ruckzuck gehen. Sei wachsam. Zuschauer. Was haben Sie hier hingestellt? Oh Gott. Doch alles von Schwarzen bezahlt. Oh, Gott, oh, oh, Lenny. Das war früher auch alles einfacher, doch. Was haben wir uns früher hingesetzt? Kann's heute gar kein mehr erzählen. Jetzt habe ich einen Echsenschuss. Erstmal aushängen. Besser. Warte, 21, jetzt sitzt der Frosch. Also, ich bin nicht der Papst, obwohl ich es natürlich vom Alter her sein könnte. Ja. Habe Pflaumenmus, Hauptsache keine Kondome. Ja, ist doch glaubwürdig, oder? Nee, ich bin die Echse. Jetzt ist mal Zeit hier für Tiere. Das heißt ja auch Satiregipfel. Das ist so mein Humor. Ja? Flache Karlauer, lockere Unterhaltung, nicht immer über alles aufregen. Ja? Kabarettisten regen sich über alles auf. Menschen regen sich immer auf, statt die Dinge einfach sein zu lassen. Ja, Schnee im Frühling zum Beispiel, haben sich alle aufgeregt. Leute, wir können da nichts machen. Ja, die Natur bietet uns manchmal abartige Auswüchse, die finden wir natürlich gruselig, aber die sind gesellschaftliche Realität. Und solange Frühling und Schnee nicht heiraten wollen. Ja? Und es gibt ja Sachen, über die kann man sich aufregen. Ja, das liegt auf der Hand oder steht auf der Steppe. Ja, Zebras. Ich weiß nicht, ob ihr Zebras kennt oder mit Zebras mal Geschäfte gemacht habt. Beruflich, privat, ey, lasst es. Zebras sind ganz falsche, faule Schweine. Angeber sind es. Das sind unangenehme Angeber. Wisst ihr, zum Pferd hat's nicht gereicht. Aber dick ein auf Streifen machen. Der ganze Mist, worunter wir heute leiden, immer Zebras schuld. Immer. Hier, Zebrastreifen. Gazastreifen. Schwangerschaftsstreifen. Alles Erfindung von Zebras. Ich habe mal mit einem Zebra in einer WG gewohnt. Leute, ich bin niemand, der Vorurteile hat. Glaubst du? Glaubst du?
Das Zebra hat einmal abgewaschen. Nichts. Ich komme ja mit den Hufen nicht in die Gläser rein. Wisst ihr, da lob ich mir Pinguine. Nein, Pinguine sind nicht faul. Pinguine haben einen entscheidenden Nachteil, den kennen wir alle. Pinguine klauen. So, aber das weiß ich vorher. Wenn ich sehe, da steht ein Rudel Pinguine, dann stell ich mein Auto eben nicht hin. Weil die siehst du nicht, die sind ja nur so hoch. Wisst ihr, du stellst die Karre ab, gehst Brötchen holen, da kommen die an, watschel, 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 wisst ihr, erstmal piekfein angezogen, ahnst nichts. Dann fahren die diesen dreieckigen Flügel raus, schieben den in die geschlossene Autotür und hebeln das Ding auf. Ich sag nur so viel. Wir nannten Pinguine damals auch scherzhaft die Südpolen. Ja. Aber, naja. Da gibt's in Berlin eben Szenenapplaus, das ist schon klar. Nee, aber Pinguine sind völlig in Ordnung, Zebras nicht. Ich hab das Zebra geschnappt, hab's über meinen Küchentisch gezogen und hab's rund gemacht. Und da hatte ich den ersten schwarz-weißen Fußball. Ja, wir haben zu der Zeit angefangen, die ersten Fußballfelder auf dem Boden zu markieren. Konnte sich jeder leisten, war Kreidezeit. Dann habe ich studiert. Jura. Na, oh, das war die Zeit, als das alles losging hier. Ganze Giraffengesochse und Igelterror und so weiter, Leute. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Jetzt muss ich kacken. Tschüss. Michael Hatzius und seine Echse. Ja, wenn er Zigarette geraucht hätte, hätte ich gedacht, das wäre Helmut Schmidt. Oder kann das sein? Und bevor jetzt hier gleich wieder die Türschütze auf die Barrikaden gehen, artgerechte Haltung ist in unserer Sendung absolute Pflicht. Machen Sie sich da keine Sorgen. Ne? Was mich an dieser Stelle interessieren würde, wie hat es eigentlich bei der Einreise nach Deutschland dieses Kapuzineräffchen aufgenommen, dass sie ihm an der Grenze Justin Bieber weggenommen haben? Nee, da ist ja der deutsche Zoll erbarmungslos. Nee. Kommt er mit dem Affen nach Deutschland. Ohne Impfung. Nach Deutschland können sie ohne Impfung nicht mal eine Kalbsleberwurst einführen. Nee, ist ja gut so. Bei uns gilt unverbrüchlich, Recht muss durchgesetzt werden. Da war der Deutsche schon immer gnadenlos. Nee, der deutsche Blockwart ist ja legendär. Nee, der Aufpasser, der Spießer, wie man ihn früher nannte. Ne? Das waren die, die aus dem Fenster hingen und immer die Falschparker aufschrieben. Heute machen das die Grünen. Die Ökos, die brauchen heute bloß größere Wohnungen, weil sie auch noch hinten rausgucken müssen, ob der Müll richtig getrennt wurde. Heute wachen die Linken, ja, sitzen einige Betroffene hier im Publikum offenbar. Heute wachen die Linken darüber, dass in ihrem Viertel keine Fremden einziehen. Nur, dass bei den Linken hier in Berlin die Fremden keine Türken sind, sondern Schwaben. Der Spießer hat offenbar, ja, der Spießer hat die Seite gewechselt, das ist der Punkt. Früher gab es Arschlöcher, die haben in der Schule dem Lehrer gemeldet, wenn einer abgeguckt hat. Heute suchen die Arschlöcher im Internet, ob einer bei der Doktorarbeit abgeschrieben hat. Und da wird das gepetzt. Was sind das denn für Arschgeigen? Heute ist der Spießer nicht mehr rechts. Früher riefen die Linken. Das größte Schwein im ganzen Land ist immer noch der Denunziant. Nicht? Heute erstatten sie beim Finanzamt anonyme Anzeigen. Auf Verdacht. Na, ich meine, ich freue mich über jeden Steuerhinterzieher, der da auffällt. Das ist, gibt mir ein gutes Gefühl. Weil früher hatte man ja als steuernzahlender Freiberufler immer das Gefühl, man sei der Einzige. Aber das ist vorbei. Nicht? Heute kommt das raus. Das ist gut. Das finde ich auch prima. Allerdings bei dem Volkszorn, der sich da gerade erhebt, wegen der Steueroasen, ne, da denke ich dann auch schon wieder,
Was ist denn jetzt los? Nicht, dass überall nur noch die Rede ist von Steueroasen. Steueroasen. Ja, es gibt Steuerhinterzieher. Nicht, und alle total überrascht. Nein. Betrüger. Nein. Am Ende kommt noch raus, dass es auch Hartz-IV-Betrüger gibt. Und ich sage Ihnen, die gibt es. Oh Gott, sagen jetzt viele. Nicht. Und ich habe Ihnen noch Überraschenderes mitzuteilen. Überall, wo der Staat Geld einzieht oder ausgibt, gibt es Leute, die daran wollen. Das ist ein wunderbares Thema für einen richtigen Medienhype. Nicht? Vor 10 Jahren war der Hype noch andersrum. Nicht? Da stand überall, Sozialbetrüger nehmen den Staat aus. Die Hartz-IV-Empfänger leben alle in Florida auf unsere Kosten. Das war so doof. Nicht? Und heute ist man den Reichen her. Nicht? Alles Steuerhinterzieher. Nicht? Das ist genauso doof. Nicht? Aber in einer Medienwelt kommen Sie mit einer differenzierten Betrachtung eben nicht weit. Nicht? Das muss plakativ sein. Da müssen klare Schuldige her. Nicht? Das sind da die Politiker, der Kapitalismus oder eben die Sozialschmarotzer oder momentan eben die Reichen. Nicht? In Südeuropa, die haben es besser. Die haben Frau Merkel. Die ist an allem schuld. Nicht? Frau Merkel, kennen Sie mit der Nazi-Armbinde, die, nicht? Wenn auf Kreta eine Ziege krank wird, wenn Herr Berlusconi eine Erektionsschwäche hat, wenn der Oligarch in Zypern pleite geht, das ist alles Frau Merkel schuld. Nicht? Und dann will sie den Schaden nicht mal bezahlen. Allerdings würde sie den auch gar nicht selbst bezahlen, sondern wir. Und das ist der Moment, wo der Deutsche plötzlich Verständnis hat für Frau Merkel. Wissen Sie, was ich nicht begriffen habe? Ganz ernst, warum in Zypern, warum stand da nicht der Untergang des Euro vor der Tür? Also der Untergang des Abendlandes. In Griechenland stand doch noch das Ende unserer Zivilisation zur Debatte. In Zypern haben wir irgendwie doch auf der halben Arschbacke abgesessen. Ist etwa auch der ökonomische Weltuntergang nur eine Medienpanik? Man kann das gar nicht mehr unterscheiden. Was ist eigentlich wirklich schlimm? Ja, vor 2 Jahren ging wegen der Grippe noch die Welt unter. Jetzt hatten wir die schlimmste Grippewelle, die ich je erlebt habe. Kein Thema. Inflation, was haben Sie uns gesagt? Eurokrise, jetzt kommt die große Inflation. Was haben wir? 1,7% Inflation im Euroraum momentan. Tendenz rückläufig. Ja. Manchmal denke ich, die Inflation ist wie die Klimaerwärmung. Sie kommt zu spät. Lässt sich viel zu lange Zeit. Ich hätte noch ein gutes Katastrophenthema für unsere Nachrichtensendung. Wir erleben momentan die kälteste Klimaerwärmung aller Zeiten, oder? Aber am Ende bleibt die Katastrophe aus. Ich sag's Ihnen. Jetzt muss schon Nordkorea für die nächste Weltkrise erhalten. Der verrückte Diktator, der Irre von Pyongyang, der die Welt bedroht. Wenn er seine Atomraketen losschickt, ne? Ich glaube, wenn der die losschickt, dann macht's. Die fallen vorne aus der Kanone raus. Badang, hat er sich selber in die Luft gesprengt, der Trottel. Ne? Aber auch dieses Thema wird uns noch ein paar Wochen unterhalten. Bis dann in der Bild-Zeitung, wenn die Bild-Zeitung drauf ist so richtig, und dann kommen so die Geschichten, wo Kim Jong-un sich wahrscheinlich Pornotussen aus Europa kommen lässt oder so. Da weiß man, es geht dem Ende entgegen. Dann kommt noch das große Interview mit Gina Lisa und Michaela Schäfer als Expertinnen. Dann steht da drüber, so viel billig war noch nie und dann ist es vorbei. Von einer Panik gehen wir in die nächste. Und irgendwann glaubt man selber, dass früher alles besser war und anständiger und moralischer. Dann sagen die Alten, sagen, ja, das stimmt. Früher hielt eine Ehe noch bis zum Tod. Ja, man starb auch früher. Ne? Schon aus Langeweile. Ne? Und weil man den Partner nicht mehr ertragen konnte. Ne? Und weil Arsen im Kaffee noch nicht so gut nachgewiesen werden konnte. Ne? War die Welt früher wirklich moralischer? Ja, vielleicht. Langweiliger war es auf jeden Fall. Ich kenne selbst noch die Zeit, als alles moralisch war. Als man 6 Monate warten musste, bevor die Mädchen mit einem in die Kiste stiegen. Da kam es nicht gut an, wenn man als Junge sagte, 6 Monate, kein Thema, wir sehen uns im Herbst, ich leg's mir auf Termin. Das kam nicht gut an. Auch in Geschlechterfragen hat sich die Welt geändert. Wer wüsste das besser als der nächste Gast, der Ingo? Es passt so gut, dass der heute hier ist. Wo ist er? Da! Ingo Appel! Bist schon da? Bah, das ist schön. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Berlin! Das ist grandios. Ich hier in dieser Sendung. Ja, es ist ja ein bisschen so
Weltverbesserungsfernsehen. Und wenn wir uns mal fragen, wie kann die Welt besser werden, ist es ganz einfach, wer muss sich bessern? Der Mann. Weil der ist ja die Katastrophe. Ich sehe die Drecksäcke hier alle sitzen. Und ich frage mich immer, wie können wir Männer besser werden? Netter, ziviler, gesellschaftstauglicher. Also ist es ganz einfach. Muss nur Frauen fragen. Frauen wissen das. Wenn du eine Frau fragst, ja, die sagt dann, ja, warum sind eigentlich alle netten Männer schwul? Und da denke ich, ja, das, ja. Ihr merkt, da ist die Antwort. Wir Männer sollten alle schwuler werden. Stimmt's? Bist du dabei? Freunde, seid ihr dabei? Hey, hey, hey. Jungs, komm, nicht so feige. Ein bisschen schwul ist cool. Komm, richtig. Hey, schon mal versucht? Hey, hey, hey. Da merkst du, wenn du mit Männern redest, so von wegen, ja, schwul, dann sagst du, schwul ist in Ordnung. Nee, nee, ich hab nichts gegen Schwule. Ich bin nicht schwulfeind. Nee, nee, nee. Und wenn du dann mal sagst, bist du schwul? Ich bin nicht schwul. Du Arschloch, bist selber schwul. Du Dreckschau. Nee, da merkst du, Männer sind grundsätzlich schwulenfeindlich. Ne, oder? Bist du schwulenfeindlich? Hast du denn schon mal mit einem Mann geschlafen? Woher willst du dann wissen, ob es nicht schön ist? Jetzt zeig nicht auf deine Frau. Das ist ein Alibi. Warst du bei der Bundeswehr? Nee, nee, es ist ja sehr interessant. Es gibt ja sehr wenig Gelegenheiten, wo Männer mal lernen könnten, erotisch miteinander in Kontakt zu treten. Weil das ist ja genau das Problem. Warum sind Männer schwulenfeindlich? Weil sie sich selber nicht ausstehen können. Nee, wenn Männer sich lieben würden, dann würden sie ja jeden Homosexuellen auf die Schulter klopfen. Recht hast du. Nee, nur ein Mann ist eines Mannes Liebe würdig. Stattdessen ekeln sie sich. Wenn sie Männer kuscheln, sie... Nee, es fehlt... Wo kann man's? Nee, beim Fußball nicht schön. Nee, in der Kirche nicht gern gesehen. Wie ist es? Ja, Bundeswehr, die Schule der Nation. Wer war beim Bund? Wer hat gedient? Hand hoch. Ja, gut, und mal Feindberührung gehabt. Da kriegt er schon wieder Angst. Ich finde das richtig. Ich bin für eine schwule Bundeswehr. Nee, jetzt haben sie die Wehrpflicht abgeschafft. Völlig falsch. Nee, nein, man muss sie nur umstrukturieren in eine schwule Bundeswehr. Stell dir mal vor, die treffen sich da alle mal. So das Kölner Modell. Also, Hallöchen. Ach, bevor ich denn erschieße, lass ich mir lieber das Röhrchen polieren. Nee, das hätte was grundpazifistisch ist. Nee, dann wäre doch der Bush damals auch nie auf die Idee gekommen, deutsche Soldaten im Irak einzusetzen oder Afghanistan. Da hätte er doch Schiss gekriegt, nee, wenn die Transentruppen da angerückt werden. Na, Georgie, Baby, wo soll man denn hin? Ne? Husch, 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 mit Georgie in den Hindukusch. Da hätte er Schiss gekriegt. Nee, aber heute ist das alles anders. Ja? Ja? Ich sage nur, change. Change. Yes, we can. Ja, ein Warmer freut sich auf Obama. Das muss man echt mal sagen. Ein toller Mann. Ja, er kämpft gerade in Amerika. Er möchte ja, dass das Verbot der Homo-Ehe, dass das abgeschafft wird. Er hat recht. In seiner ersten Amtszeit, was hat er getan? Er hat dafür gesorgt, dass bei den amerikanischen Streitkräften Homosexuelle nicht mehr diskriminiert werden. Nein, die werden sogar noch nach vorne gestellt. Der weiß, wo die Reise hingeht. Meine Idee, schwule Streitkräfte. Und ausgerechnet unser Bundesaußenminister oder so, unsere Bundesaußenministerin, ja, Gidoline Schwester, wenn er sagt, Truppenabzug. Völlig falsch. Nee, aufstocken ist die Devise. Jetzt erst recht. Ich sehe es vor mir. Deutsche schwule Soldaten, wenn die so Wovereit-mäßig in Afghanistan einmarschieren. So, ne? Wir sind schwul in Kabul und das ist gut so. Wir sind schwul in Kabul, da brauchst du Mut so. Jeder Mullah hat einen Puller, so einen süß beschnittenen Struller. Wir sind schwul. Wir sind schwul in Kabul. Ja, Begeisterung. Begeisterung. Aber... Der Taliban, der guckt dumm aus der Wäsche, das kann ich euch sagen. Also wenn du den so kommst, der ist schockiert, als wenn sie ihm eine Mittelstreckenrakete unter die Nase hältst. Ne? Und wenn wir den dann noch ansingen, so, hey, Mr. Taliban, zeig mir die Banane. Hör mal, dann ist der weg, der schmeißt seine Kalaschnikow in den Wüstensand, verpisst sich in die hintersten afghanischen Berge, der kommt nie wieder raus. Und was haben wir? Frieden in Afghanistan, ohne einen einzigen Schuss. Applaus an dieser Stelle mal. Riesenapplaus. Ja. Make love, not war. So war das gemeint. Petting statt Pershing. Jetzt bekommt es einen Sinn. Ja, schwul sein für den Weltfrieden. Und wollt ihr alle dabei sein? Ja, Begeisterung. Jungs, ihr müsst üben. Zieht heute Nacht um die Häuser. Nehmt eure Frau mit. Mal gemeinsam Männer aufreißen. Das kann doch nicht so schwer sein. Getreu dem Lotto. Lieber ein warmer Bruder als ein notgeiles Brüderle, kann ich da nur sagen. In diesem Sinne, jetzt natürlich zurück zu dem schönsten Mann des heutigen Abends. Zum George Clooney der deutschen Comedy. Zu dem Mann, mit dem wir alle gerne in die Kiste wollen. Ich begrüße nochmal Dieter Nuhr. Komm her, Schätzchen.
Dieter, sei mein Gebieter. Dankeschön. Ingo Erpelt. Ingo. Cooler Anzug auch, ne? Naja. Ingo redet ja immer gern so ein bisschen unten rum, ne? Da sind dann viele empört. Ne? Dabei wissen wir doch, seit Sigmund Freud, der Ingo hat völlig recht, der ist mit sich, mit Sigmund Freud völlig einig. Der Mann wird vom Hirn gesteuert, klar. Aber das Hirn erhält seine Ratschläge aus der Region ein Dreiviertelmeter tiefer. So ist es doch. Ne? Der Mensch ist auch nur ein Tier, allerdings höher entwickelt. Glaube ich. Sehen andere anders. Neulich hatte ich eine Diskussion mit einem Vegetarier. Der hat gesagt, Schweine, das seien hochintelligente Tiere. Ein Schwein, hat er mir geschrieben, wörtlich, hätte den Intellekt eines dreijährigen Kindes. Kein Scherz. Fand ich dann auch übertrieben, weil ich weiß nicht, wie sich mein Freund entwickelt hat da, dieser Vegetarier, aber ich konnte mit 3 Jahren sprechen. Und die Unterhaltung mit einem Schwein ist oft sehr schleppend. Gut, natürlich auch, weil es oft gebraten mit am Tisch sitzt. Das spielt schon eine Rolle. Tiere sind übrigens selber oft keine Vegetarier. Ne? Und wenn Sie mich fragen, ja, ne? Können wir von lernen. Natürlich ist Vegetarier sein gesund, aber noch gesünder ist es, wenn man zusätzlich zur fleischlosen Ernährung auch noch Fleisch isst. Ne? Ich persönlich lebe deshalb vegetarisch plus Fleisch. Ne? Von allem das Beste. Pferdefleisch besteht übrigens zu 2/3 aus Wasser, und zwar aus demselben Wasser wie Spinat. Oder der Mensch besteht auch hauptsächlich aus Wasser. Ne? So intelligent ist der Homo sapiens wahrscheinlich auch nicht, ne? Wenn das alles da Wasser ist. Ne? Beschäftigt sich deswegen auch teilweise mit komischen Sachen, der Mensch. Jedes Jahr treffen sich zahlreiche Menschen, um den hässlichsten Hund der Welt zu wählen. Warum? Gibt es in der eigenen Art nicht genügend abstoßende Exemplare? Ich weiß es nicht. Wir wissen ja in Wirklichkeit auch gar nicht so viel. Nicht? Weil sich Wissenschaftler nicht mit den richtigen Dingen beschäftigen. Das ist doch das Problem. In den USA haben sie jetzt eine Roboterqualle gebaut. Das ist ja schön, dass das möglich ist. Die soll eines Tages autonom durch den Ozean schwimmen. Ja, super. Wenn der internationalen Gemeinschaft der Völker in diesen Tagen etwas gefehlt hat, dann sind das elektrische Quallen. Die sollen Informationen sammeln. Als wenn es nicht schon viel zu viel Information gäbe. Nicht? Im Internet, Gebirge aus überflüssiger Information, was wir heute alles wissen. Nicht? Das können Sie alles im Internet erfahren. Das hawaiianische Alphabet hat nur 12 Buchstaben. Jetzt sind Sie dran. Habe ich aus dem Internet. Und das stimmt. Sicher, ich könnte das jetzt auch einfach nur behaupten. Aber im Internet kann man ja auch alles gleich überprüfen. Nicht? Alle sind ja online. Man sagt was, schon brüllt einer von der Seite. Stimmt nicht, dumme Sau. Oder einer ruft, da gibt es in Hawaii ja 21 Buchstaben weniger als am Ochotskischen Meer. Und dann fragt einer, wo ist denn das Ochotskische Meer? Und alle rufen, ey, hast du kein Smartphone, du Penner, guck doch nach. Am Ochotskischen Meer schreibt man kyrillisch, die haben 33 Buchstaben, weil das westlich der Kamtschatka-Halbinsel liegt, deren höchste Erhebung übrigens der Vulkan Klubtschewskaja Sopka ist, mit 4750 Metern, das ist unglaublich, oder? Alle prüfen alles nach. Dann nimmt der Abend in der Kneipe den üblichen Verlauf. Nicht? Wir alle hängen nur am Handy, App-Vergleich, downloaden, ausprobieren. Alle Anwesenden starren auf ihre Displays. Was wäre das Leben ohne Wasserwaage im Telefon? Das Leben muss so leer gewesen sein. Damals in der guten alten Zeit, als keiner was wusste. Und man sein Geld noch auf ein Sparbuch legte. Und da war es sicher. Das waren verrückte Zeiten, oder? Obwohl angeblich ist ein Sparbuch ja auch heute noch sicher, aber wer weiß das schon? Nicht? Man weiß heute eben auch nicht alles. Das weiß auch unser nächster Gast, der Max. Max Uthoff. Auch schick. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bleiben Sie ganz ruhig. Alles ist unter Kontrolle. Die Spareinlagen der Deutschen sind sicher. Und es ist so gut, dass Einlagen sicher sind, gerade jetzt, kurz bevor sich die Legislaturperiode ihrem blutigen Finale nähert, dem Wahlkampf. Die Volksvertretung, sie frischt sich auf, macht sich stadtfein
Und sie lächelt uns von Wahlplakaten entgegen mit diesem Blick, der uns immer sagt, ich weiß auch nicht, was ich tue, aber wenn Sie mich nicht wählen, was soll ich dann tun? Der Parlamentarismus, er donnert sich Rouge ins Gesicht und stackselt, aufgetakelt wie eine Bordsteinschwalbe auf dem Gedankenstrich des deutschen Wählers. Und damit Angela Merkel, unsere Regentin von ungetrübter Mittelmäßigkeit, auch nicht vergisst, für wen sie anschaffen geht, haben sich vor kurzem ihre stadtbekannten Zuhälter zu Wort gemeldet. Das Institut zur Zukunft der Arbeit, die Bertelsmann Stiftung und natürlich die INSM, die Initiative Soziale Marktwirtschaft. Oder wie ich sie abkürze, ist neoliberal nicht super, Mutti? Die INSM, das sind die Lobbyisten der Arbeitgeberverbände der Elektro- und Metallindustrie, also sowas wie die Taliban mit Schreibtisch. Der steht natürlich in Berlin, denn in Berlin gilt die Regel, wo du stehst und pisst, steht ein Lobbyist. Die INSM, das sind Steinzeitkapitalisten, die nicht eher ruhen, als bis auch in unserem Land flächendeckend Textilfabriken stehen, in denen Arbeiterinnen für 90 Cent Stundenlohn Kleider nähen, um den Chinesen und Brasilianern das Wasser abzugraben, bei vergitterten Fenstern, aber mit TÜV-geprüften Feuerlöschern. Man ist ja kein Unmensch. Wie einfach Meinungsmache sein kann, das zeigt eine Umfrage, die die INSM vor kurzem gekauft hat. Da wurde das deutsche Volk gefragt, sind Sie für eine Steuererhöhung? Und 91% der Befragten haben geantwortet mit Nein. Da wird doch der Mops in der Pfanne verrückt. Ebenfalls 91% haben auf die Frage, möchten Sie sich von tamilischen Medizinstudenten im zweiten Semester ohne Narkose einer Herzverpflanzung unterziehen, mit Nein geantwortet. Sie müssen die richtigen Fragen stellen, kriegen Sie auch die richtigen Antworten. Sie kennen das von zu Hause. Wenn Sie da fragen, Schatz, findest du, ich habe ein bisschen zugenommen, dann kriegen Sie die richtige Antwort, nein, ich finde, das Wohnzimmer ist kleiner geworden. Die Arbeitgeberverbände, sie haben sich die Ergebnisse der Agenda 2010 nochmal angeschaut und zufrieden festgestellt, die Reallöhne stagnieren, die Arbeitnehmerschaft herrscht Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, die Leiharbeit boomt. Und auf der anderen Seite haben viele Unternehmer in unserem Land in den letzten 10 Jahren so viel Geld verdient, dass manche sich schon ihre Kaffeebohnen von brasilianischen Jungfrauen wieder ausscheiden lassen. Da geht doch noch mehr, haben sie sich gesagt und eine Agenda 2020 gefordert. Und es gibt nur einen, der dem deutschen Volk ein solch asoziales Projekt andienen kann, Gerhard Schröder. Erfrischt von einem tiefen Schlaf, kopfüber von der Decke hängend, hat er sich in der Bild-Zeitung, dem Zentralorgan zur Zurichtung der Massen, zu Wort gemeldet und auch eine Agenda 2020 verlangt und dafür Beifall bekommen, auch von der SPD-Parteibasis. Und wenn in diesem Land immer noch SPD-Mitglieder Gerhard Schröder applaudieren, spätestens dann sollten wir über den Begriff Hirntod noch mal völlig neu nachdenken. Gerhard Schröder hat uns gelehrt, dass Demokratie als Betriebssystem des Kapitalismus nichts mit Haltung, sondern mit Unterhaltung zu tun hat. Deswegen ist es auch völlig richtig, dass Stefan Raab, der Maybrit Illner für Verhaltensauffällige, das Kanzlerduell mitmoderiert. Ich bin ja der Meinung, wenn Politiker auf diese Art und Weise um das Jungwählervolk buhlen, ja dann aber auch bitte konsequent bleiben, ne? Mit anderen Stefan Raab-Formaten. Wann zum Beispiel kommt das Politiker-Turmspringen? Ne? Wenn dann Peter Altmaier durchs 3-Meter-Brett bricht und in einer Mischung aus Energiewende und Arschbombe das Schwimmbecken leert, dann kommt doch Stimmung auf. Ich freue mich auch auf die Wok-WM der Politiker. Vielleicht haben wir Glück und Volker Kauder trägt es bei seiner nächtlichen Schussfahrt durch den Eiskanal aus einer Kurve und er verschwindet auf Nimmerwiedersehen in der Schwärze der Nacht. Und wenn es ein Format gibt, das heißt Schlag den Steinbrück, schalte ich auch wieder ein. Dankeschön. Max Uthoff. Mann, oh Mann, der kann sich ausdrücken nicht. Das ist geschliffene Sprache, da finden Sie keine Fehler. Das ist gut, denn man muss heute aufpassen. Gerade bei der Sprache. Ne? Vor allem auch geschlechterpolitisch muss man so aufpassen. Früher sagte man ja zum Beispiel,
was verblüffend war oder so. Nicht? Da sagte man, meine Herren, das geht heute nicht mehr. Heute sagt man, meine Damen und Herren, liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in das Saal und zu Hause an den Fernsehern und Fernseherinnen. Die Zeit der Geschlechtsneutralität ist da. Hurra, überall glückliche Frauen. Ab 1. April nehmen die Damen sogar offiziell am Straßenverkehr teil. Das finde ich großartig. Haben Sie es mitbekommen? Neue Straßenverkehrsordnung gilt. Die ist genderneutral. Ist kein Scherz. Gibt es keine Männer mehr, keine Frauen mehr, keine Fußgänger und keine Fußgänger-Sie mehr, keine Radfahrer und keine Radfahrer-Sie. Das sind jetzt alles sind das zu Fußgehende und Radfahrende. Nicht? Und das ist auch gut so. Nicht? Auch Frauen haben schließlich Fahrräder. Und Fahrrad-Sie natürlich auch. Nicht? Und in der nächsten Fassung sollen dann auch andere Gruppen erwähnt werden, die bisher diskriminiert werden. Ausländer zum Beispiel wurden in der Straßenverkehrsordnung bisher überhaupt nicht erwähnt. Ganz schlimm. Die Straßenverkehrsordnung ist Minderheiten gegenüber so nachlässig. Nee, das ist doch bewusst. Ich schlage deshalb folgenden politisch korrekten Passus vor. Paragraph 1, nicht, wo also bis jetzt stand, jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, das und so weiter. Da muss jetzt hin, jede Verkehrsteilnehmerin und jeder Verkehrsteilnehmer sowie Geschlechtslose, sozial Benachteiligte, Sinti, Roma, Juden, Muslime, politische Flüchtlinge, ein, zwei und Mehrbeinige haben sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt wird und so weiter. Und es gilt auch nicht mehr nur rechts vor links, sondern auch links vor rechts. Da muss Gleichberechtigung her. Nicht? Das, da fährt auch, ja, bitte, da. Also. Und ich sage Ihnen eins, da fährt dann auch keiner mehr voraus. Der Vorausfahrende wird abgeschafft. Deswegen sagt ja unsere Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen, die hat so ein Mantra, das sagt sie immer. Sagt immer, wir lassen kein Kind zurück. Weil heute fährt man nebeneinander. Wenn doch einer vorausfährt, dann heißt der oder sie ab sofort der oder die weiter vorn nebenherfahrende. Das klingt jetzt alles ein bisschen sperrig, aber da kann man nichts machen. Beziehungsweise... Eigentlich kann das doch noch nicht alles sein, oder? Denn auch diese neue Straßenverkehrsordnung wird ja dann wieder alle Verkehrsteilnehmer diskriminieren, die nicht genannt wurden. Also beispielsweise Polynesier, Pekinesen, Politessen und Panda-Bären. Sehr schwierig, da muss man noch dran feilen. Nicht? Aber so ist sie. Die neue politisch korrekte Sprache, sie ist einfach noch nicht perfekt. Da gibt es Fußgänger und Fußgängerinnen, aber was ist denn mit denen, die sie nicht entscheiden können? Es ist doch nicht so... Als wenn sich die Politik um diese Menschen nicht kümmern würde. Ich glaube, Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg. Sollen ja nun auch neben Männer- und Frauentoiletten weitere Toiletten eingerichtet werden. Das halten jetzt viele zu Hause möglicherweise für einen Witz. Aber hier in Berlin kennt man das nicht. Die Linke, die Grünen, die SPD haben für einen diesbezüglichen Antrag der Piraten gestimmt. Es gibt jetzt in Berlin Klos für Unentschiedene. Das betrifft Transsexuelle, Intersexuelle und jetzt ganz ehrlich, wer von uns ist denn nicht schon durch einen Stadtteil gelaufen und hat in die enttäuschten Gesichter von Transsexuellen geblickt, die bedürftig vor den öffentlichen Klos standen und sagten, oh Menno, für mich wieder keins dabei. Das soll nun ein Ende haben. Jeder braucht ein eigenes Klo. Ich bin ja auch für eine Unterteilung in lang und kurz. Mit unterschiedlichen Urinalhöhen. In Japan stehen die Dinger übrigens oft auf dem Boden. Und ich kann Ihnen sagen, das ist Blendwerk. Ausgerechnet in Japan. Lächerlich, egal. Und gerade hier in Berlin hätte ich noch einen wirklich profunden Neuerungsvorschlag für öffentliche Toiletten. Man könnte sie sogar benutzbar machen für alle, indem man sie einfach mal sauber macht. Aber auf die einfachen Ideen kommt wieder keiner. Das ist wie mit dem Flughafen. Man könnte den einfach fertig machen. Da könnte man einfach mal ein paar polnische Bauarbeiter hinschicken und sagen, mach fertig. Die können das, ich sag's ihnen. Bei uns hier in der Sendung machen doch auch alle fertig. Wir haben hier alle Termin. Auch der Andreas zum Beispiel, das ist einer unserer beliebtesten Humorfacharbeiter, der ist noch nie zu spät gekommen. Andreas,
Rebers. Brav. Brav. Wunderbar. Das ist die Lieblingsmusik von mir und Hartmut Medorn. Den hätte ich ja gerne ins Konklave geschickt. Für den Fall, dass sie nicht zu Potte gekommen wären. Aber sie haben es gut gemacht. Der neue Papst, er gefällt mir gut. Sieht ein bisschen aus wie Alfred Biolek. Vielleicht fängt er auch noch an zu kochen. Der Rest wäre dann Journalismus. Ihr wisst, was Journalismus ist. Der Blinde schreibt auf, was der Taube gehört hat. Der Legastheniker korrigiert. Und abends geht man dann in die Talkshow und spielt Cimek für Menschen. So nennt man bei uns politische Bildung. Ich selbst bin auch Legastheniker, ich gebe das zu, ich bekenne mich. Ich habe einmal einen Kongress organisiert gegen die Legasthenie, kam aber nicht zustande wegen der schriftlichen Einladung. Man kann nicht alles haben. Dieses Instrument, was ich euch mitgebracht habe, ist ein robustes Mandat. Es ist die Stunde der Volksmusik, der deutschen Musik. Dem einen oder anderen juckt es, ich spüre es. Aber es muss nicht sein. Dieses Instrument kann man aber auch noch mehr. Vielleicht das hier, wie wär's damit? Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich, diese Kultur? Aber andererseits, Menschen, die so eine Kultur haben, mit denen möchte man nicht unbedingt eine gemeinsame Währung haben. Es ist zypriotelt ein bisschen, könnte man sagen. Und das ist der Unterschied. So klingt eine funktionierende Verwaltung, so klingt ein gedeckter Scheck. Hier hat alles seinen Platz. So ist das bei uns in Deutschland. Alles hat seinen Platz. Nur bei der ESU. Nee, wie heißt das? Bei der NSU. Da werden doch Plätze gebraucht. Ich glaube, die Vorstellung ist ausverkauft. Jetzt überlegen sie, ob sie das Open Air machen. Wer weiß, wer da kommt. Mein Vorschlag wäre eben halt, dass man den Prozess vielleicht gleich in der Türkei macht. Dann wäre auch sichergestellt, dass man denen mal das Fell über die Ohren zieht. Ja, hier musst du damit rechnen, da kommt noch irgendein Sozialarbeiter oder ein Psychologe, ein Gutachter, der sagt, die Beate Zschäpe, die ist als Kind mit einem Klammerbeutel gepudert worden, mehrfach vom Wickeltisch gefallen, das heißt, man kann die nicht verantwortlich machen. Der Mundlos zum Beispiel ist ja immer gehänselt worden. Zudem haben die Kleinen immer gesagt, hey Mundlos, wie sprichst du eigentlich? Na, das prägt einen Menschen. Da wollen wir auch sensibel sein. Wir wollen in den Menschen schauen und den Menschen verstehen. Und der eine oder andere, und ich denke, das ist das Hauptproblem, wird sagen, ja, was hätte ich denn machen sollen? Ich war ja im Dienst. Ihr wisst, es gibt Aussteigerprogramme für Rechtsradikale. Das eine heißt Exit. Exit, genau. Das Problem war, dass die Schröder kannte das gar nicht. Es gibt ja auch noch eins vom Verfassungsschutz selbst. Das hat einen schönen Namen, das heißt Hilfe zur Selbsthilfe. Es klingt ein bisschen wie ein Geschäftsmodell, oder? Aber in den letzten Jahren haben sie es auch geschafft. Drei Rechtsradikale haben den Ausstieg aus der Szene geschafft. In derselben Zeit konnte man aber feststellen, dass an jeder vierten Straftat von Rechtsradikalen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes beteiligt waren. Das ist eine gute Quote. Also besser als Wetten, dass. So sieht's aus. Man sagt ja oft, hinter jedem großen Künstler zum Beispiel steht eine starke Frau. Und hinter jedem Neonazi steht ein Mann mit V. Nicht? Was mich ein bisschen irritiert und was mich ärgert, ist die Darstellung in der Öffentlichkeit dieser Damen und Herren, dieser NSUler. Wie die dargestellt werden, ich habe immer das Gefühl, wenn ich das sehe, diese Fotos hat man im Mai 45 gemacht. Ja, und das soll ja auch so wirken, damit die gesellschaftliche Mitte in der Talkshow sagen kann, ach, guck dir die mal an, ha, die sehen ja auch schon anders aus.
die sehen nicht aus wie wir. Denn wir sind ja multikulturell und wir sind bunt. Da kann sich jeder Tugendbold dran gesund stoßen. Aber das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich glaube, so sehen die gar nicht aus. Oh Mann. Eigentlich gar nicht unsympathisch. Sie sehen ein bisschen aus wie wir. Das ist nicht schön, ich weiß das, aber Faschismus kommt immer aus der gesellschaftlichen Mitte. So ist das nun mal, sonst wäre er nicht tragfähig. So what? Lassen wir das. Nicht? Bei uns hat alles seinen Platz. Akten, die mal geschreddert sind, Fakten, die dann verheddert sind. Wir sind Perdu und nicht Perdu und Müllers Esel, was weiß ich, wer war in der NSU? Die meisten sagen, weiß ich nicht. Am Ende steht auf weiter Spur ein kleines Tischlein, deck dich. Und wenn du fragst, wie geht es dir, dann sagt das Tischlein, leck mich. Das war ein Witz. Wo bleibt der Lacher? Bald kommt der Kabelbrand im Herzschrittmacher. Andreas Rebers. Schöne Musik. Dankeschön. Das war der Satiregipfel mit Andreas Rebers, mit Michael Hatzius und seiner Exe, mit Ingo Appelt und Max Uthoff. Und mit unserem Gastgeber Dieter Nuhr.